Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Dienstag wieder dabei seid. Wie ihr seht, habe ich allerbeste Laune. Bei Borussia ist Aufbruchstimmung. Wir haben einen neuen Trainer, Gerardo Seoane Würz, und auch einen neuen Sportdirektor mit Nils Schmadtke. Das werden spannende Zeiten in den kommenden Wochen und Monaten. Ich werde es begleiten. Und wenn ihr auch für Aufbruchstimmung auf diesem Kanal sorgen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Und jetzt starten wir rein. Und ich würde sagen, wir fangen mit unserem Trainer an. Der hat es verdient. Unser neuer Trainer Seoane wird ja unsere Mannschaft im kommenden Jahr trainieren. Und ich bin ehrlich, ich freue mich drauf. Es ist Aufbruchstimmung, das brauchen wir jetzt auch. Und Seoane hat bei Young Boys Bern, gerade bei Young Boys Bern, gezeigt, was er kann. Er hat da immer ein junges Team gehabt, hat die talentierten Spieler deutlich verbessert und hat sie dann teuer verkauft. Unter anderem Djibril Sow, den wir noch bestens kennen, Dennis Zakaria, auch einen Mbabu. Und da muss unser Weg einfach wieder hingehen. Junge, talentierte Spieler fördern und fordern, besser machen, teuer verkaufen. Und nur so kann unser Weg wieder nach oben gehen. Mit Kontinuität, Talententwicklung, schlauen, guten Transfers. Und Seoane hat es gezeigt. Und wenn wir mal auf den Punkteschnitt bei Young Boys Bern gucken, mit 2,15, dreimal Meister in 3 Jahren geworden, besser geht's nicht. Dann zu Leverkusen gegangen, in die Champions League gekommen. Und im zweiten Jahr hat es dann leider nicht mehr funktioniert. Beziehungsweise nicht leider, für Leverkusen gönne ich natürlich immer Misserfolg. Aber Seoane ist jetzt unser Trainer, bringt ein bisschen Glamour mit in den Borussia Park. Ja, und dann spielen wir bald wieder Champions League mit der Aufbruchstimmung. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf Seoane. Und zusammen mit Nils Schmadtke, der auch direkt heute vorgestellt wurde, ist unser neuer Sportdirektor. Wer meine Folgen verfolgt, ich habe da schon Pro- und Kontraliste zugemacht. Ich finde es gut, dass wir neue sportliche Kompetenz jetzt in der Führung haben mit Nils Schmadtke. Er hat ein breites Netzwerk durch seinen Papa. Er ist mit Sicherheit durch seine Arbeit, durch seine 7 Jahre lange Arbeit als Scout bei mehreren Vereinen, Borussia, Köln und Wolfsburg, bestens vernetzt. Wird jetzt in eine neue Position kommen als Sportdirektor, ganz klar. Er muss unseren Verein nach außen und innen repräsentieren. Da wünsche ich ihm nur das Beste für, weil in der Kommunikation müssen wir deutlich zulegen. Das war in den letzten Wochen, gerade der Abschied mit Farke ist unglücklich gelaufen aus meiner Sicht. Ausbaufähig, und dafür wird Nils Schmadtke verantwortlich sein und natürlich auch für gute Transfers zusammen mit Roland Wirkus und Steffen Korrell. Ein spannendes Trio, und Nils Schmadtke hat auch unseren vollen Rückhalt verdient, weil wir brauchen in diesem Verein endlich wieder Kontinuität. Es ist jetzt der 4. Trainer in 3 Jahren, und wir müssen jetzt einfach diesen Umbruch im Sommer schaffen, egal wie. Das ist die letzte Chance. Wenn wir in einem halben Jahr wieder da so stehen, dann wird es ganz, ganz gefährlich. Und ich wünsche allen Leuten, die diese Entscheidung jetzt getroffen haben und die kommenden Entscheidungen treffen, nur das beste Händchen, weil eins lieben wir alle zusammen, unseren VfL. Und da brauchen wir einfach wieder eine Dynamik im Verein von Fans, Mannschaft und Verein, dass wir wieder nach oben kommen, weil da wollen wir alle hin. Und eine Personalie will ich natürlich nicht unterschlagen. Dr. Philipp Schützendorf war Leiter der Analyse, übernimmt jetzt die Entwicklung, Talententwicklung, Video- und Datenanalyse. Dazu natürlich auch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Und schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Trio oder zu den 4 Personalien in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Ich finde Seoane gut. Er bringt auf jeden Fall, was er mitbringt, ist Kompetenz als Trainer. Das hat er bei Young Boys Bern unter Beweis gestellt. Und dass er Talente entwickeln kann. Und wie gesagt, die letzten Jahre waren nicht gut. Stolzer Blick zurück waren es in den letzten 3 Jahren auf gar keinen Fall. Jetzt geht es wieder volle Kraft nach vorne zu richten, mit Kontinuität. Und jetzt müssen alle liefern. Der Wirkus muss jetzt liefern. Alle, die im Verein sind, müssen jetzt liefern. Jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr. Der Umbruch muss jetzt packen, muss jetzt passen. Und ich freue mich riesig drauf auf die kommende Saison, auf die neuen Transfers. Aber jetzt muss geliefert werden. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Eberl, Vertragsverlängerung hin oder her. Jetzt muss abgeliefert werden. Jetzt muss gearbeitet werden. Und ich freue mich drauf und werde die Jungs, bis es wieder was zu kritisieren gibt, komplett unterstützen. So, und wer den Umbruch wahrscheinlich mitgestalten wird, ist Manu Kone durch seinen Transfer zum FC Liverpool. Dadurch, dass Schmadtke, wie ihr wisst, jetzt unser Sportdirektor ist und Jörg Schmadtke Sportdirektor beim FC Liverpool ist, könnte der Transfer relativ schnell über die Bühne gehen, glaube ich. 40 bis 45 Millionen sind im Gespräch. Das wäre natürlich eine absolut überragende Summe nochmal, die man dann in den Kader investieren kann.
Ich wünsche Manu Kone nun das Beste beim FC Liverpool. Geiler Club. Ich hoffe auch, dass er sich wirklich durchsetzen kann. Besser als Dennis Zakaria. Ich gönne es ihm vom Herzen, weil er, glaube ich, ein sehr, sehr feiner Kerl ist. Lustig und ja, sportlich ohne jeden Zweifel. Muss noch ein bisschen an seinen Ballverlusten arbeiten, aber es kann ein absolut überragender Kicker werden. Und eventuell kommt die Nachfolge sogar aus Frankreich. Joris Chotard von Montpellier könnte es werden. Der war jetzt in der Gerüchteküche. Defensives Mittelfeld. Ist schon seit 3-4 Jahren sogar Stammspieler bei Montpellier, U21-Nationalspieler auch von Frankreich. Marktwert 9 Millionen, ich muss mal gucken, wie lange er noch Vertrag hat. Bis zu 25, da werden schon eine ordentliche Ablöse für fällig. Und das Gute ist, da jetzt alle Personalien geklärt sind, kommt jetzt natürlich auch frischer Wind in die Kaderstruktur. Einen Nico Elvedi mit Seoane könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ob ein Friedrich bleibt, ob ein Itakura bleibt, also Itakura bleibt sicher, aber ob alle drei bleiben, bin ich gespannt unter Seoane. Weil ein neuer Trainer bringt immer neue Strukturen rein. Es wird sich extrem viel im Kader verändern und da freue ich mich drauf. Und ich will einfach in der kommenden Saison wieder eine Mannschaft sehen, die bis zur letzten Minute alles gibt und nicht so blutleere Auftritte wie zum Beispiel in Mainz, Berlin, im Derby oder so weiter. Wir haben es alle gesehen bei Hertha BSC, dass das wieder besser wird. Einen, den ich allerdings favorisieren würde und der zu Seoane passt, die Personalie hatten wir auch schon besprochen, dass wir an dem Spieler sehr interessiert sind, Adon Yashari. Da werden aber auch mehrere Clubs mit in Verbindung gebracht. Aktuell sind wir aber die wahrscheinlichste Variante laut transfermarkt.de. Ja, der Chaka-Vergleich habe ich schon öfters angebracht, der hinkt so ein bisschen, aber ist natürlich von der Position das gleiche. Linksfuß neben Weigel wäre natürlich überragend, wenn du rechts und linksfuß auf der Position hast. Abschlussstark, hat einen guten Abschluss, auch wenn er nur ein Tor gemacht hat und 4 Vorlagen in 34 Spielen. Schweizer Nationalspieler, kampfbetonter Spieler und so. Solche Spieler brauchen wir einfach. Und was wir auch brauchen, sind Bayern-Talente. Damit kennen wir uns aus. Ich sage den Namen Ranos mal. Eyüp Aydın, an dem sollen wir interessiert sein. Hat noch Vertrag bei den Bayern bis 2024. Spielt bei der Regionalliga Süd bei den Bayern in der zweiten Mannschaft. 24 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen. Wie gesagt, rechts, nee, auch ein Linksfuß, was natürlich interessant ist. 800.000 Euro Marktwert. Ja, wäre auch, glaube ich, eher ein Spieler für die Kaderbreite oder eventuell für die zweite Mannschaft. Apropos zweite Mannschaft, ich habe den Artikel jetzt gar nicht auf, aber Julian Korb ist wieder zurück bei unserer Borussia, wird unsere zweite Mannschaft verstärken auf der Rechtsverteidigerposition und dazu natürlich alles Gute, Julian. Alexander Prass, an dem wir interessiert sind, ist natürlich ein starker linker Mittelfeldspieler, aber wie gesagt, die ganze Transferthematik wird in den kommenden Wochen an Fahrt aufnehmen. Ich glaube trotzdem, dass Robin Hack in dieser Woche noch vorgestellt wird. Das ist die sehr, sehr, sehr wahrscheinlichste Variante zur Zeit. Und dann wird halt gearbeitet. Ne? Abgänge Manu Kone, ich glaube auch, dass Alassane Player den Verein verlassen wird. Wer den Verein schon verlassen hat, ist Rami Benzebaini. Er geht zum BVB, wurde da offiziell vorgestellt. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Und das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Heute Abend so gegen 8:30 Fan-Talk. Da werden wir den neuen Trainer einmal diskutieren, alle zusammen. Lasst mir immer gerne ein Abo und einen Daumen da. Ich freue mich drauf und freue mich sehr auf eure Einschätzung. Macht's gut. Ciao.